Und wir sind wieder zurück in der Welt von Mafia 3. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert, weil doch noch ein Angezockt dazwischen gekommen ist. Aber wie gesagt, dieses Spiel wird definitiv weitergehen. Also da braucht ihr euch keine Sorgen oder Gedanken machen, dass da Schluss ist, sondern definitiv geht es hier weiter. Deswegen gucken wir mal, was wir jetzt machen müssen. Da haben wir doch einen Zusatzauftrag. Ne, den will ich nicht. Zusatz. Was geht da so? Wo haben wir denn? Wo geht's mit der Story weiter? Thomas Burke. Zusatzauftrag. Ja, keine Ahnung, wo es jetzt mit der Story weitergeht. Ich hole mir jetzt erstmal mal schnell hier die Truller her, dass ich mal meine Kohle abgeben kann. Das wird jetzt der erste Plan sein. So, wo ist der? Fahrzeuglieferung, Wachmännler, meine Konziliärer. Ich brauche jemanden nach Point Verdon, der mir ein bisschen Bares abnimmt. Bin gleich da. Diese ganzen Bilder von Baron Samedi, dieses Arschloch, da kommt sie auch schon. Zeit im Park vorgequatscht hat. Na? Willst du was einzahlen, Darling? Natürlich. Wehe, du verlierst das. Genau, dann gibt's links und rechts eine Schelle. Neue Outfits verfügbar? Ah, das habe ich doch da vorne das Symbol gesehen. Das könnten wir uns vielleicht nochmal anschauen. Doch, dass wir jetzt eh gerade keinen Auftrag haben. Hey, Zusatzaufträge, weiß ich nicht, kicken wir jetzt nicht so. Da war doch hier das Symbol irgendwo. Und das ist der Story-Auftrag. Okay, alles klar. Dann machen wir da gleich weiter. Aber ich dachte, hier wäre gerade noch irgendwo was gewesen. Aber gut. Naja, scheinbar nicht. Hier, wir machen den Story-Auftrag, wo wir den einen umbringen müssen. Das sind mir immer die leichtesten. Einfach zack, schnell hin. Wie schaut es eigentlich mit waffenmäßig aus? Ja, läuft noch. Nehme ich mal schnell das Auto hier zur Hand. Ich passe wieder besonders auf Radiosender auf, weil ihr wisst ja, das Thema... Boah Gott, was ein Lensflare. Das Thema GEMA, oder nicht Lensflare, was für eine Spiegelung, ist halt immer noch gegeben. Das heißt, sobald eine Musik kommt, ist es schwierig und möglich, dass das Video dann nicht erscheint. Und dementsprechend, ja, will ich da halt sicher gehen, dass ihr das dann doch zum Großteil sehen könnt. Einige Videos sind ja dann so, dass man die dann nicht auf mobilen Geräten abspielen kann. Ja gut, damit kann man noch leben, aber wenn es natürlich in Deutschland ganz gesperrt ist, das ist dann doch eher kontraproduktiv. So. Da muss ich den töten. Mal schauen, ob ich da vielleicht irgendwie... Warte mal, nee. Also da hier ist eine Querstraße. Das sehen wir unten auf der Map. Aber da komme ich nicht, weil da ist Stacheldraht drüber. Haben sich die Entwickler auch übrigens sehr leicht gemacht. Ich mache da Stacheldraht drauf und dann ist das Thema erledigt. Oh, jetzt ist da meine Deckung weg. Das ist ja mal fies. Also, dass mir hier die Deckung weggeschossen wird, fand ich jetzt nicht so geil. Ich hab nicht aufgepasst. Was? Du wolltest letzte Worte von mir hören? Natürlich, stehst da im Feuer. Ne, das ist keiner. Muss ich hier wieder das Auto zerstören, dass ich da wieder was bekomme, oder was? Aber erstmal das Geld. Ah ne, das Auto ist es nicht. Der war's. Der andere, wo ist der? Oder ist es doch das Auto? Ich will aber jetzt nicht daneben stehen, wenn es explodiert. Naja, so viel dazu. Ich will nicht daneben stehen, wird explodiert. Zack! Und daneben gestanden. Ey, geh doch weg da, doofes Fass. So. Da bin ich soweit ausgestattet. Ich schaue aber von den... Ja, ich hole mal schnell meinen Waffenhändler meines Vertrauens her. Aber erstmal die Waffe weg.
Das kommt ja immer nicht so gut, wenn ich damit rumlaufe. Wo ist denn der Wachmann? Da ist er. Nachschub in Point Verdun. Bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich wäre so cool. Schönes Auto. Wenn du was brauchst, sag mir Bescheid. Sag mir mal was. Wenn du nochmal hupst, klaue ich dir dein Auto. Das kann ich dir jetzt schon sagen, Freund. So, Molotow, kauf mal wieder ein, da haben wir nichts mehr. Screaming Semi finde ich, Splittergranaten und sowas Cooles gibt's ja noch leider nicht. Nachschub. Adrenalinspritzen, hauen wir wieder rein. Schussweste, mach mal klar. Ja, ich glaube. Ich glaube, das war's erstmal. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Den ersten nehmen wir gleich, dann passt das. Gut. Du hast, ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir wirklich gesagt. Aber ich muss nicht weit weg, das ist natürlich jetzt doof gewesen. So. Das ist ein schönes Auto, das behalte ich auf jeden Fall. Was muss ich denn da drin machen? Zerstöre die Schwarzmannanlage, jo. Naja, das war schon mit dem sneaky Vorgehen. Ich hab dir. Warte, den muss ich unbedingt rausnehmen. Weil bevor der hier wieder meint, er muss jetzt hier irgendjemand anrufen, war das jetzt Ziel Nummer 1. Und wo kam da jetzt der Schuss? Scheiße. Doch, das kann ich leider. Und das werde ich auch. Dem falschen Weißen? Wie bist denn du drauf? Bisschen Rassist? Mal, dass die Musik jetzt nicht wieder zu viel ist. Oder wäre eine Weste drin, die hole ich mir. Löwe ist wohl zur Muschi geworden und abgehauen. Schau nach, was da los ist. Schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn. Da, ich schnapp mich um diesen Hurensohn. Ich kann nirgends hin. Scheiße, er macht uns alle fertig. Denn das? Aha. Jetzt nehme ich mal die Weste endlich auf. So. Bisschen Munition wäre langsam wieder sexy. Naja, Geld nehme ich aber auch. Da sehe ich, bin ich jetzt nicht so. Dass die mal alle mit Pumpguns rumlaufen müssen. So, jetzt habe ich hier scheinbar die Ding bekommen dafür, dass ich jetzt hier raube die Kopper aus. Alles klar. Die Kopper. Aber ich glaube... Ah ne, da oben ist noch einer. Mal schauen, ob hier noch irgendwas drin ist. Oh ja, da vorne ist noch was, was ich kaputt machen kann. Ja, scheinbar ist das hier sogar die intensivere Anlage. Oh, ich habe wieder Munition bekommen. Sehr gut. Ich lass dich schon in Ruhe. Brauchst jetzt nicht so ins Höschen machen. Schieß nicht auf mich, schieß ich nicht auf dich. Ja,
Immer Geld, immer her damit. Oh ja, das ist nämlich auch. Ja, das ist doch noch ergiebiger, als ich es eigentlich fast angenommen hatte, um ehrlich zu sein. Ich dachte kurzzeitig, hier passiert nichts mehr, aber hier gibt es ja dann doch noch ein bisschen was für mich zum Holen. Was ist denn da drin? Da wird mit... Ah, da ist ein Bild. Moin, ein schönes Gemälde. Oh, und da liegt noch Geld. So, war es das jetzt hier schon? Ne, da raus will ich noch nicht. Nochmal runterschauen. Ich habe so das Gefühl, ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich gucke noch einmal rum. Ein kleiner Sicherheitsgang. Außerdem im Zweifel, da war ja noch einer, den ich erledigen könnte. Aber wo ist der denn hin? Da war er. Ah, der hat von dem ganzen Spuk hier gefühlt scheinbar gar nichts mitbekommen. Naja, auch nicht schlecht. So, und jetzt noch eine Mission und dann war es das eh schon. Dann geht es weiter Richtung. Oh, da hinten ist noch Geld in dem Raum. Ach, das ist aber nicht so viel Kohle. Der hätte jetzt mehr gewollt. Und das nehmen wir noch mit. So, ich habe hier alles an Kohle eingesackt, was ging. Nehme mir wieder mein Mägelchen und fahre dahin zum nächsten Story-Auftrag. Aber das lief doch schon ganz glatt. Und jetzt kriegen wir halt, ich glaube, ich hoffe, in der Folge kriegen wir noch den nächsten größeren Boss aus seiner Spelunke vertrieben. Das war eine... War das eine Corvette? Das ist aber mal sowas von meinem Auto. Cabrio? Na, aber hallo. Sorry, ich leide das mal kurz, ja? Uncomfortable. Embarrassing. Ja, wenn du so ein geiles Auto fährst, du. Was ein geiles Gerät. Und endlich auch mal Sound. Coole Rücklichter. Genau nach meinem Gusto. Uhuhu. Das ist mal ein Kahn. Da kann ich mich rechts übrigens umziehen. Ach, der ist mir doch egal. Und was muss ich denn da jetzt drin machen? Dass wenn der... Das muss ich jetzt erstmal schauen, was da drin... Raube die Kopper aus. Ja, ist klar. Komme ich da irgendwie anders ran? Die Tür ist zu. Es kann jetzt nicht Sinn und Zweck sein, dass ich von vorne in die Kopper rein muss. Ich als bewaffneter sonst was. Mal schauen, was hier denn drin ist. Oh ja, das ist doch ganz gut. So, dann habe ich jetzt nämlich den Schaden gemacht, den ich machen sollte, wollte. Das kann ich nämlich schon... Oh, ich wollte ihn nicht werfen. Los, 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 los! Go, 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 go! Nein! Schock, shit! An alle Einheiten, Verdächtige außer Sichtweite. Ich wiederhole, Sichtkontakt verloren. Oh. Sehr gut. So, da muss ich hier mit dem Nicky Burke reden, aber der ist da in dem Bereich, wo ich jetzt gerade nicht reinfahren sollte. Ich warte jetzt einfach schnell hier. Ach Mensch, schönes Auto. Raucht auch ganz schön. Hört sich an, als ob ich Luft verliere.
landete direkt auf seinem Fuß. Hinten drauf, der ganze verdammte Container. Er liegt immer noch da. In Ordnung. Jetzt komm schon, geht weg. An alle Einheiten. Jo. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Mei, das arme Auto, du. Blutet ja schon mein Herz. Na gut, aber egal. Niki, altes Haus. Mach an. Sag an. Du hast Karls Aufmerksamkeit. Er ist in der Sweetwater-Brennerei. Irgendeine Idee, was mich da drinnen erwartet? Er ist so ein Sumpfheini, völlig ballaballa. Was glaubst du, wie der reagiert? Trotzdem könnte es sich lohnen, ihn in der Nähe zu behalten. Keiner kennt das Bayou so gut wie er. Ich schulde dir was, Niki. Das kannst du laut sagen. Wer weiß, wartet auf dich. Bin mal gespannt, wie du mit ihm klarkommst. Oh, da ist doch wieder ein Bild. Soll ich das mal... hallo. So, konfrontiere. Unsere Konfrontation kennen wir ja mittlerweile. Waffen schauen einigermaßen gut aus. Wir können das Überfallkommando, könnten wir nochmal ranholen. Das probieren wir doch mal. Ach Gott, ey. Kommt nix. Okay. So fahre ich immer über Kreuzungen. Geht. Und zack, drüber. Ja, geht. Alter, einmal ein Nigger zu mir. Aber ich nehme jetzt mal meinen Weißen wieder, weil der ist wenigstens schön heil. Bis auf ein, zwei kleine Kratzer. Ist übrigens nett, dass das Auto hier stehen gelassen worden ist. Ist eine gute Gegend, denke ich mal. Und hier, das kennen wir ja schon, das Areal. Da will ich jetzt eigentlich nicht so reinfahren wie vorhin. Also man macht das auch nicht öffentlich. Er geht da schon so pinkeln. Also. Aber dadurch, dass wir das Gebäude jetzt schon ein bisschen besser kennen, haben wir gesehen, okay, hier drüben kann man rein. Ist nur die Frage, komme ich auch von hier aus schon irgendwie hoch? Ja, auch schön. Aber das schaut nicht so aus. Also ich komme hier nur rein. Aber okay, dann nehmen wir auf jeden Fall mal den Hintereingang. So, der ist oben. Nicht schreien. Rauch ruhig weiter. Ja, immer gut, wenn sie pfeifen. So, ich glaube, ich komme hier ganz gut voran. Richtung Big Boss. Ich
Das ist halt schon natürlich der Vorteil, wenn man einmal schon drin war. Dann weiß man so in etwa, wie der Aufbau des Ganzen ist. So, was macht er? Patrouilliert er weiter? Kommt er zu uns? Der patrouilliert wieder zurück. Das läuft wie am Schnürchen gerade. Und der sitzt mit seinem fetten Arsch im Büro, da wo ich gerade schon ausgeräumt habe. Das ist ein Problem, das meiste von dem Schwarzgebrannten, den wir verloren haben. Wenn du versuchst, Barriere zu linken, findet der eiskalte Scheißer das raus. So. Ja, mein du Freund. Und Berg, ihr könnt mich am Arsch lecken. Du redest zu viel. Du redest zu viel. So, und jetzt können seine Schergen kommen, wie sie wollen. Jetzt ist es mal mein Haus. Ja, Berg kommt für die Kosten des nächsten Anrufs bei seinem Verbündetenlauf. Übrigens, ich habe jetzt nicht die Schlägertrupps geholt, weil ich mir irgendwie dachte, ja, okay, ich kenne das Gebäude. Und dachte mir, so sneaky geht es so ein bisschen besser. Oh, und die Fiona. Ist doch... Ja, ist doch nett, dass wir für die Cops im Areal da dargestellt werden. Die Destille ist leergeräumt, geputzt und bereit für deine Jungs. Hoffentlich steht sie noch. Meine Jungs sind auf dem Weg. Alles vorbereitet. Der Schlachter ist unterwegs. Zeit, den tollwütigen Hund zu erschießen. So, schick die Männer ran. Wir haben eine Schnapsbrennerei. Aber wo ist mein Auto? Das war da vorhin noch da draußen gestellt. Oh nee, ist das nicht weg, oder? Hätten wir auf den Parkplatz hinten gestellt. Und wie hat es Mr. Clay geschafft, dass Thomas Burke, Vito Scaletta und diese Frau namens Cassandra zusammenarbeiteten? Er hat alle eingeladen. Zu einem Treffen in einem alten Plantagenhaus unten im Bayou. Als dann alle versammelt waren, erklärte er ihnen, wie er Marcano zur Strecke bringen will. Lincoln kann sehr überzeugend sein. Ja, das glaube ich sofort, dass wir überzeugend sein können. Oh nee, nein, nein, ich will die Musik nicht hören, ich will die Musik nicht hören. Keine Musik, keine Musik, bla 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 bla. Mal schauen, ob das schon wieder zu viel war. Ja, jetzt fahren wir mal hier da zurück. Wenigstens habe ich mein Auto noch immer. Ja, das Auto will ich nicht mehr. Aber das war ein geiles Auto. Also wenn ich sonst noch mal sehe, glaube ich noch mal eins davon. Das Cabrio meine ich. Aber das ist schon auch nicht schlecht. Aber kickt mich nicht ganz so, muss ich halt sagen. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also mal schauen, was da jetzt passiert. So. Ausgestiegen im Fahren. Absoluter Pro. Was soll das denn werden? Ich werde gleich Besuch kriegen. Jeden Augenblick taucht Barbieri hier auf. Was, Barbieri hier? Hat er gesagt und normalerweise quatscht er nicht rum. Wir haben eben telefoniert und ich habe ihm gesagt, ich erwarte ihn hier, um die Sache zu klären. Verfickte Scheiße, Burke. Du kündigst doch dem Feind den Hinterhalt nicht schon an, bevor er... Großer Gott, wenn du alles immer so ernst nimmst, wo bleibt der Spaß? Echt jetzt, was soll schon passieren? Dass wir alle draufgehen. Hey, das könnte sein. Ganz ruhig. Ist noch nicht. Der Schlachter und seine Jungs sind hinter mir her. Sicher? Wenn's einen Vorteil hat, deine Scheißtochter zu sein, dann den, dass ich weiß, wie eine blutrünstige Horde Ithaka aussieht. Ich lock sie mit dem Scheinwerfer beim Wasserturm an. Okay. Ich habe im Hof ein paar Fässer verteilt. Mit einer speziellen Spritmischung drin. Eine Kugel und die explodieren. Darum halt lieber ein bisschen Abstand. Klingt ich so. Ich nehme die Ithaka vom Kran aus ins Visier. Und du verziehst dich aufs Dach. Als ob es jetzt richtig rund geht.
Ja, also das hat die jetzt eigentlich nicht mehr geplant, aber auch nicht schlecht. Ist das klar? Na dann bis nach der Vorstellung. Hoffen wir es. Alles in Ordnung, Kleine? Wie bitte? Mein Papst fragt, wie es mir geht? Womit habe ich denn plötzlich so viel Fürsorglichkeit verdient? Scheiße, ein einfaches Ja oder Nein hätte ge... So. Den Ziele im Point Verdun identifiziert. Sie sind fast bei dir. Klar, wir kommen gleich rüber. Da, das holen wir, die holen wir uns jetzt mal her. Ja. Das lief gut. Nächster. Ich glaub, rechts von dir, pass auf! Genug genervt. Geh in Deckung, jetzt! Wo denn? Wie geht's deinem Schädelpaar? Ja! Ich hab das sehr geil. Und auch das Überfallkommando da unten ist doch ganz nett. Rennt jetzt weg. Die Wichser kommen von links! Du bist tot, Junge. Tot. Diese Wichser haben nicht den Hauch einer Chance! So, ich nehme auch noch mehr Gegner. Ist der, gehört der zu uns? Wahrscheinlich. Das müsste der sein, der... Das ist der Schwarzbrot. Ja, passt. Sehr schön, lief doch bis dato super. Wow, was kommt jetzt? Eine Liga von Berg geht mir am Arsch vorbei. Ich will diesen Nieren haben. Kapiert? Ich reiß ihm so den Arsch auf, dass er sein Leben lang nicht vergisst. Bringt mir diesen Schwanzlutscher und zwar lebend. Ganz schön große Worte von so einem hässlichen Vogel. Den würde ich nochmal in Anspruch nehmen. Ja klar, bin gleich da. Okay, das... Die Waffe ist leer. Das heißt, jetzt gehen wir mal runter. Aber läuft ganz gut mit denen. So, wo ist denn der Heini? Da hinten steht er. Ja, erledige den Schlachter. Erstmal, wenn das Feuer weg ist. Mal kurz warten. Soll ja mal ausbrennen. So, mein Freund. Ha! Du kommst zu mir und willst dich mit mir anlegen? Ja, genau. Hättest ein paar Kugeln aufheben sollen. Ein Team aus einem Ehren und einem Nigger. Verdammte Scheiße. Hätte nie gedacht, dass ich das noch erleben muss. Was soll ich sagen? Die Jacke, was ist denn das für ein Bug? Der lebt ja immer noch. Sieh an, du bist ja immer noch, du Arschloch. Selber Arschloch. Reiß dein Maul ruhig auf. Lang hast du ja nicht mehr. Was denkst du, was wird als nächstes? Du kannst ab direkt neben mir. Du und dein ganzer Scheißladen. In der Hölle kannst du mir den Schwanz lutschen. Ja. Was ist denn das für ein... Alles okay. Für ein Bug, ey. Nimm seine Beine. Wir müssen ihn in die Garage bringen. Fette Sau. Wir konnten nie exakt rekonstruieren, was passiert war mit Barbieri.
Vor allem, weil sein Leichnam erst Mitte der 80er gefunden wurde. Ein Armeekorps war zufällig damit beschäftigt, Teile des Mississippi auszubaggern. Und da fand man seine Leiche im Kofferraum eines alten Autos. Seine beiden Beine waren so gebrochen worden, dass kaum noch ein Knochen übrig war. Krass. Okay. Die haben sich also schön mit dem ausgetobt. Ja, ich finde, mehr geht in einer Folge nicht. Mehr kann man nicht reinpacken. Ich denke, da war viel dabei. Hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es wieder wie immer viel Spaß gemacht. Besonders hier der Abschluss fand ich richtig geil. Und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Alcaramba.